Das Meisterschaftsspiel zwischen der Mannschaft des SV Strasswald 1B und der 1B-Mannschaft des UFC SV Halbern begann für die Gastgeber optimal. Schöne Kontermöglichkeit, Tobias Hauser viel zu weit weg, zieht ab Schuss und da! 1:0, herrlich gemacht von Christoph Oksch. Und ja, es wäre halt wichtig, als Torwart den Ball vom eigenen Tor wegzuhalten. Doch die Gäste schaffen den Ausgleich. Weiter Abschlag nach vorne. Pass auf Sebastian Buxbaum, der auch abzieht und da! Mirza Zaferovic war geschlagen, es steht 1:1 und damit war alles wieder offen. Das 2:1 war ein Eigentor. Florian Maidorfer ist zurück und da war das 2:1 ein Eigentor, sollte eigentlich nicht passieren. Nach 20 Minuten wechselten die Gastgeber-Gäste aus Albern ihren Goalie. Mittlerweile steht Andreas Fischer im Tor. Er hatte nicht den Schuss und da! Da ist das 4:1 durch Angel Bradaric. Gleich der erste Schuss endet mit einem Treffer und es gibt noch 11 Meter. Das Duell lautet Alen Kadosic gegen Andreas Fisch. Und Alen Kadosic konnte dieses Duell für sich entscheiden. Die Gastgeber waren es auch, die den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit setzten. Na, Schuss und da! Ivan Jedinger konnte sich zum zweiten Mal bei diesem Spiel in die Torschützenliste eintragen und dieses 7:1 war auch der Spielstand nach 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit waren es die Gäste, die das einzige Tor erzielten. Wiederum schöner Pass. Maximilian Wierer schießt und da! Das ist das 7:2. Das Sicht der Gäste allerdings nur mehr Ergebniskosmetik war, denn die Gäste Gastgeber gewinnen diese Begegnung verdient mit 7:2 und feierten eine Meisterschaft auf der Nachmittag.